Episode 30 von Gotham Knights. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zum Let's Play. Wir befinden uns wieder in der Stadt Gotham City mit Batgirl. Ich werde jetzt erstmal mit ihr weiterspielen, um die ganzen Schwungfertigkeiten freizuschalten. Und da habe ich mich jetzt für sie entschieden. Und warum? Bevor jetzt wieder einige schreiben in die Kommentare, Angelus, du spielst immer nur weibliche Charaktere. Stimmt in den meisten Fällen, aber hier ist es auch wieder... gefällt mir einfach das Gesamtpaket von Batgirl am besten. Das Gameplay im Kampf, ihre Fortbewegung mit dem Cape gleiten, das kommt so am nächsten an die Batman-Spiele ran, wo man Batman noch selber gespielt hat, so die Arkham-Spiele zum Beispiel. Da ist das ähnlich aufgebaut. Guter Nahkämpfer war Batman und konnte sich mit seinem Cape halt auch, konnte er mit dem Cape durch die Stadt gleiten, hatte den Haken noch dabei. Das ist bei Batgirl ähnlich, gefällt mir hier also auch von ihren ganzen Gadgets dabei einfach am besten und da würde ich auch gerne halt die restlichen Gadgets auch noch freischalten, aber um die freizuschalten, muss man halt immer so ein ganzes Stück an Aufgaben erledigen und das muss man halt für die anderen Charaktere auch machen und wenn ich das für alle machen würde, würde ich eigentlich immer wieder nur diese gleichen Verbrechen spielen und alles würde sich dauernd wiederholen und deswegen habe ich mich da entschieden, lieber erst mich jetzt weiterhin auf einen Charakter zu konzentrieren. Auf Platz 2 vom Gameplay her wäre bei mir Robin, weil seine Schleichskills und sein Bewegungstempo beim Schleichen gefällt mir auch noch sehr gut. Was mir bei Robin aber nicht gefällt, ist, wie er sich durch die Stadt bewegt mit diesen komischen Satellitenteleport-Zeugs. Das finde ich irgendwie, das passt nicht rein, finde ich. Finde ich nicht gut. Dieses Teleportieren hätten sie weglassen können. Ich finde, das passt auch nicht gut irgendwie zum Robin da, zur Robin-Figur. Wie gesagt, sein Gameplay mit dem Stock und so finde ich auch nicht schlecht und das Schleichen. Aber das Teleportieren durch die Stadt, das, nee, sieht nicht gut aus, macht keinen Spaß. Welche Fortbewegung ich am besten finde, ist die von Nightwing. Der Gleiter ist echt nice, weil man damit permanent fliegen kann, hoch, runter und ist echt gut beweglich. Ist super, das Ding. Aber sein Gameplay, er ist halt sehr der Akrobat und das merkst du auch in seinem Gameplay, dass er viel am Rumspringen ist, Ausweichen, Salto hier, Salto da und so. Ja... ist okay, aber ist halt nicht so mein Favorit. Und wem ich halt am wenigsten mag, ist Red Hood. Da mag ich weder das Gameplay, noch seinen komischen Doppelsprung in der Luft so. Deswegen, Batgirl. Aber ich habe euch ja schon alle im Let's Play gezeigt. Deswegen, jeden mal angespielt, dass ihr da auch jeden zu sehen bekommt. Und ich denke, wenn ich euch jetzt erkläre, was mir persönlich am besten gefällt, ist das, denke ich, in Ordnung hier für dieses Let's Play. Jetzt aber erstmal... weiter mit Folge 30. Erstmal schön, dass ihr dabei seid, Leute. Willkommen hier. Erstmal wieder ein Monolog am Anfang gehalten. Wir treffen uns heute mit Talia. Hier im Parkhaus möchte sie mit uns reden. Sie hat ja ins Hotel ihre Liga der Schatten. Sie leitet den Laden ja jetzt, nachdem ihr Vater tot ist. Hat einige Leute im Hotel abgeschlachtet oder abschlachten lassen von ihren Leuten. Und sogar auch einige wichtige Mitglieder vom Rat der Eulen. Also, mal gucken, was sie uns jetzt zu erzählen hat. Okay. Wir hören hier schon ihr Geflüster. Interessant. Warte mal, sie kämpft gegen ihre eigenen Leute oder ist das Training? Hat sie doch nicht die Leitung gerade? Das ist noch eine nice Sequenz. Was soll das? Deine Liga ist komplett durchgeknallt auf dem Ball. Sieht das aus wie meine Liga? Jetzt gerade nicht. Nahmen Sie dem Rat den Kopf? Oder ihr? Nein. Die Stimme hat es geschafft, während des Kampfes zu fliehen. Dann greift die Liga weiter an und das ohne Rücksicht auf Verluste. Der Rat wird das nicht hinnehmen. Er schlägt zurück. Wie viele werden sterben, während sie Krieg führen in Gotham? Unzählige. Die Liga wird die Stadt heimsuchen. Und der Rat bereitet etwas noch Größeres vor. Und zwar? Langstrom schrieb, lebende Objekte ergäben noch stärkere Talents. Ich will lieber nicht hier sein, wenn sie rauskommen. Gibt's sonst noch was Wissenswertes über Langstrom? So gern ich mit euch plaudere, Gotham wird mir doch zu ungemütlich. Kommt mich nicht suchen. Du wolltest doch mit uns hier reden. Wow. Okay, sie hat die Liga also nicht mehr unter Kontrolle. Hast du gehört? Ja, da kommen noch größere und bessere Talents auf uns zu.
Wir sollten unsere Quellen aufsuchen. Vielleicht wissen sie etwas. Jetzt wollen sie also lebende Körper in Talents verwandeln. Vorher waren die tot? Ist auch interessant. Erstmal wieder raus hier. Okay. Unsere Kontakte sollen wir fragen. Wen haben wir denn da? Lucius weiß vielleicht was? Das ist die Stadtwache? Ne, da. Montoya erstmal. Immer die gelben Markierungen ist die Hauptgeschichte. Hier, Montoya. Was haben wir hier? Sind das vielleicht Talents? Das sind die Regulators. Ne, die brauche ich im Moment gerade nicht. Also, auf zu Montoya. Zum zu Gordons. Gordon Memorial. Wo sie sich immer aufhält an der Statue. Das Gordon Memorial Denkmal. Einmal bitte hier rum. Kurvenlage. So. Jetzt kann ich doch gar nicht leicht durchgleiten hier bis zum... Ne, wir müssen halt da drüben noch durch die Straße. Komm, dann nehmen wir das Dach damit. Da steht sie wieder im Pavillon. Sanfte Landung. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Wir brauchen jetzt auch mal deine Infos. Dachte schon, du würdest nie kommen. Mhm. Ich wollte ihnen Zeit geben, die Akten zu lesen, die ich geschickt hatte. Ganz schön schwere Lektüre. Ein Geheimbund, der Gotham kontrolliert? Mit Jacob Kane an der Spitze? Jo. Dazu noch eine gesunde Portion Mord. Ich würde sagen, du irrst dich, wenn es nicht so viel Sinn ergeben würde. Ich habe im Laufe der Jahre viele zwielichtige Vorkommnisse gesehen und das erklärt sie alle. Dann sollten wir sie aufhalten. Ein für alle Mal. Es gibt zu viele korrupte Polizisten, um ihn einfach zu verhaften. Wenn ich jemanden hätte, dem ich vertrauen kann, könnten wir vielleicht Beweise sammeln. Es gibt auch ehrenhafte Polizisten. Ich werde rausfinden, welche es nicht sind. Du bist auf jeden Fall das Gesprächsthema Nummer 1 auf dem Revier. Mach weiter so. Glockenturm? Alles klar. Montoya will, dass wir uns um ein paar Cops kümmern, die dem Rat helfen, sich zu verstecken. Ich mach das. Bring sie zum Heulen. Okay. Du leistest bessere Polizeiarbeit als die meisten Polizisten. Das stimmt. Hier in Gotham kann man das so sagen. Bessere Polizeiarbeit als die Polizisten. Ich muss diese Grünen hier machen. Hier, diese hier, ne? Was haben wir hier für Fraktionen? Regulators. Gehen wir mal über die Regulators. Gehen wir mal Talents, ey. Haben wir nur die eine da unten? Okay, dann kümmere ich mich erstmal darum. Fallakte. Vögelchen. Halte korrupte Polizeibeamte auf. 0 von 5. Okay, müssen wir machen. Ist ja Hauptgeschichte. Bad Bike jetzt neu angestrichen. In Gold und Schwarz. Nennt sich Lackierung Black Adam. Wie der Charakter Black Adam. Gold und Schwarz. Da unten. Das kannst du doch locker zahlen. Du kannst den Deal nicht so einfach brechen. Regulator sind das auch. Korrupter Polizeibeamter, da ist er. Feindlich. Wenn ich wegsehen soll, musst du was draufpacken. Lächerlich, aber du meinst es ernst, oder? Nein! Seh besser mal nach! Hab eine Heldin im Blick! Weg da! Hey! Wo hab ich denn da daneben geschlagen, ey? Das Auto getroffen, oder was? Hört auf zu schießen! Hallo! Schalte Ziel auf! Ich wollte mich erstmal um die hier kümmern, bevor ich... Kann ich mal aufhören, auszuweichen? So, jetzt kommen die Polizisten hier.
Scheiße! 2 von 5. Schon? Bam! Das waren 3. Den dritten habe ich gar nicht gesehen. Ja, das war der erste, den ich ausgeschaltet habe, auf den ich raufgesprungen bin. Das war auch einer von Polizisten. Sah gar nicht so aus von oben. Ja, cool. War ja nur noch 2. Aber wo? Hier im Stadtteil gibt es keine mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder durch alle Stadtbezirke durch. Weil ich diese gelben Markierungen brauche. Hier sind nirgends welche. Ach komm schon. Porte ich mich mal kurz hier hin. Vielleicht sind da ja noch welche. Ich brauche nur noch 2, ey. Dass du die ja auch erstmal suchen musst. Wenn das zur Hauptgeschichte gehört, können sie mir das doch gleich zeigen auf der Karte. Hier gibt es auch keine. 3 von 5. Das war ja extra ein gelbes Dreieck. Nicht sowas hier. Steht hier nicht dran, wo? Die Liga und der Rat stehen kurz vor einem Krieg. Finde und verhöre Kates Verbündete und die nötigen Beweise für Detektiv Montoya zu erlangen, damit er... steht nur das. Dann... Ich gehe einfach mal zu diesem Verbrechen. Vielleicht wird mir da auch was angezeigt. Welche Richtung ist es? Sollte jetzt durch jedes Stadtteil nochmal durch. Nur um nochmal 2 von diesen Beamten zu finden. Ist ja lästig. Sind da Polizisten dabei? Naja, das sind nur Regulators. Regulator Schütze. Ja, das muss schon... Das muss schon so ein gelbes Dreieck sein, wo ich die Polizisten finde. Vielleicht hier? Die Aufgabe eines Verbrechensbekämpfer. Korrupte Polizisten finden. Die dann nicht gleich sofort angezeigt werden. Ach komm schon, auch hier nicht, ey. Eigentlich ist die Stadt doch voller korrupter Polizisten. Die müssten an jeder Ecke rumstehen. Das ist doch kacke. Da seht ihr mal, Leute, mit was ich mich rumschlagen muss hier. Hier vielleicht das Neue. Wenn nicht, gehe ich noch einmal wieder zurück einfach in den Glockenturm und hoffe, dass die Nacht dann wieder Neues spawnen lässt. Da! Die waren eben nicht da, als ich hier war. Endlich! Puh, hab die Glück gehabt. Sieh es als Gehaltserhöhung für mich. Wir haben halt nur so viel übrig. Wenn ich auf dem Turm bin, kann ich auch auf die lautlos drauf springen. Ja. Oh, jetzt kommt er gerade eine die Treppe runter. Wie, nein, bei Verbrechen wie darf peinlich. Ich nicht wechseln. Bad Girl ist hier. Was hat mich verraten? Das Cape? Die schießt mir in den Rücken. Die gesamte Stadt steht hinter mir. Und die letzte. Fünf von fünf. Glockenturm?
Ich sende die Koordinaten, wo man teuer eins dieser Schweine abholen kann. Gute Arbeit. Ich sag's ihr. Okay. Es ist da vorne eine neue gelbe Aufgabe aufgetaucht, aber das ist sehr weit weg. Montoya sagt, wir sollen einen Tatort untersuchen, bevor jemand Spuren verwischt. Okay, ein Tatort. Okay. Tatort untersuchen, bevor einer die Spuren verwischt. Das ist ganz oben hier. Rat der Eulen. Nochmal. Verfolge die Mitglieder des Rats der Eulen, um Detective Montoya bei der Aufklärung ihres Falls zu helfen. Gut. Haben wir wenigstens wieder ein klares Ziel vor Augen. Wenn das der Rat ist, muss ich wieder wahrscheinlich gegen ein paar Eulen kämpfen. Gegen ein paar Talents. 200 Meter, das ist easy. Guck mal, wie schön hoch ich bin. Bisschen Speed aufbauen. Was für ein abgelegenes Bootshaus. Aber keine Gegner. Doch, da sind schon Gegner. Wir landen mal kurz hier. Wow. Oder wir fallen direkt durchs Dach rein. Besiege alle Gegner und führe Würfe aus. Okay. Was ist hier los? Grüß die Ratten von mir. Was für Ratten? Deine Mutter oder was? Wie viel sind denn das noch? 4? 2 Würfe ausführen muss ich noch? Dann gehen wir doch einfach rein. Diese Schnüfflerin darf jetzt... Okay, was war das? Mist! Hey, haben wir eine Rächerin? Ich denke, ja! Alter, mach immer Zweierkombos, ne? Vorsicht, aus der Schussbahn! Ja! Eröffne Feuer! Ja, das ist... Schon mal was von Polizeigewalt gehört? Du bist doch auch kriminell! Ach was? Und du nicht? Schön gegen den. Mit Bonusaufgabe. Guck mal, hier ist ein Rat der Eulenmaske. Okay. Finde und scanne Beweise für eine Vertuschung. Okay, hier haben wir was. Baseball-Lee. Freaks-Keule. Das ist Lucille, oder? Das ist doch keine Freaks-Keule. Das ist Lucille von Negan. Ganz klar, habe ich da erkannt. Die Ratsmaske bestätigt Montoyas Verdacht. Glockenturm, gib Montoya Bescheid, dass die Cops tatsächlich Beweismaterial verstecken. Geht klar. Sie sagt, sie übernimmt jetzt. Okay, aber hier wäre noch was da. Da kann ich gleich mal angucken. Sie haben eine dringende Nachricht vom Pinguin. Bitte kommen Sie schnellstmöglich. Oh, was will der denn schon wieder? Bin hier gerade fertig. Kehre zum Glockenturm zurück. Pinguin kontaktiert uns jetzt im Glockenturm? Was will denn der Pinguin schon wieder? Ja, auch wieder Schiss vor dem Rat, ne? Wir wissen ja, dass die eine vom Rat, die mit dem toten Hund, in der Couple Pot ist, also von seiner Familie. Vielleicht, hat der noch dazu ein paar Infos. Naja, war eine kurze Nacht. Bisschen gedauert, bis ich 2 letzten Polizisten gefunden habe. Aber Detektivarbeit gehört dazu. Höre wieder Trainingsklamotten an, ja? Stehen neue Informationen. Mhm. Höre dir die aufgezeichnete Nachricht des Pinguins an. Okay, alle hier wieder am Trainieren. Guck mal hier. Das ist wieder Meditation pur. Eins werden mit der Matte. Einhändig. Wo ist Robin? Da ist Alfred. Hier. Das ist kein Training. So, habe ich noch Ausrüstung in der Mission gekriegt? Nur was zur Herstellung. Fernkampf. Alles schlechter. Ist hier die Aufzeichnung? Ja. Also gut, ich habe dir geholfen. Jetzt musst du mir helfen. Okay. Meine Familie
hat von unserem kleinen Schwätzchen gehört. Sie wollen Blut sehen. Bitte, du musst kommen, bevor... Das klang nicht gut. Schnell, auf zur Eisberg Lounge. Seine Familie. Also die Cobblepots. Die anderen aus dem Rat. Mhm. Montoya-E-Mail. Danke, dass du dich um den Tatort gekümmert hast. Kein Problem. Die Ratsmaske und so weiter. Okay. Dann wieder zur Eisberg Lounge. Dorthin. Kann ich auch einfach direkt hier die Tür verlassen. Ich tippe mal, dass der Pinguin vielleicht entführt wurde. Vom Rat. Weil er zu viel weiß oder so. Das Cape ist verdreht. Dann Handgelenk. So, danke. Okay, ist ein weiter Weg. Ich fahre, glaube ich, mal diesmal. Ja, ja. Was, ich soll durch die U-Bahn? Warum soll ich denn da unten lang? Platz. Ich messe eine seltsame Energiesignatur in dem Gebiet. Könnte von Interesse sein. Energiesignatur? Ich hab's in den Nachrichten gesehen. Er hat wen geworfen. Aber wo? Davon gibt es nicht viele. Bradford hat ihm sogar eine kleine Sprechlage verpasst, um ihn auszuschalten. Ach, du bist doch nicht so übel. Ah, hier. Danke, Alfred, für die Nachricht wegen der Energiesignatur. Ein Versteck der Talents. Immer drauf hören, was Alfred sagt. Na also. Gibt massige EP und schöne Ressourcen. Schön, dass ich auch hier unten im U-Bahn-Dings das Bike rufen kann. Und jetzt weiter zu Pinguin. Vorsicht. Stellen die da einfach so eine Hauswand hin. Die war gestern noch nicht da. Muss ich wieder aufs Dach? Es waren zwei Robins? Geil. Das Dachfenster ist zu. Okay, wir gehen doch rein. Bitte diesmal ohne Musik in der Eisberg Lounge. Okay. Aber diesmal sind wir gleich... Nee, können wir nicht gleich in sein Büro gehen? Müssen wir uns jetzt wieder durch den Club kämpfen? Wow, guck mal hier, die Pyramide. Hat er Level Up? Voll geil. Das ist aber schlecht. Kein neuer Anzug. Zwei Fertigkeitspunkte kann ich sogar ausgeben. Was nehme ich dann mit eins von denen hier? Oder ne, ich warte nochmal bis drei und würde gerne hier den kritischen Fokus mitnehmen. Ja. Oder das hier. Also hier wäre mehr Schaden. Erhöht Batgirls Chancen auf einen kritischen Treffer um 10 und erhöht den kritischen Schaden um 10. Das wäre nochmal guter Damage. Hier wäre eher so die Defensiv. Ne? Batgirl kann Aufschwung jetzt zweimal einsetzen, also sich wiederbeleben. Und hier, das ist ganz geil. Batgirl erhält 4% Leben, wenn sie einen Gegner besiegt. Oder 8% Leben, wenn sie einen Gegner mit einem zupackenden Schlag oder Ausschalten besiegt. Im Kampf sich noch heilen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Nimm ich das sonst. Schaden ist ja okay. Ich krieg, glaube ich, noch zwei Fähigkeitspunkte. Ich glaube, bis 30 ist, glaube ich, Max-Level. Dann kriege ich noch zwei. Die kann ich dann hier reinballern. Was zum Teufel ist hier passiert? Die sind ja alle tot. War das die Liga oder war das... Waren das die anderen? Alle tot. Muss mich nicht mal durchkämpfen. Da kann ich mich da nicht hochziehen. Was? Ich bin hier. Ich höre dich. Mann, die haben ihn genauso an den so genagelt wie Langström. Aber er lebt noch.
Oh, das ist gefährlich. Ich weiß, das hilft dir auch nicht weiter. Aber der Stärkere gewinnt. Ist das eine Falle für uns? Und naja, das bin eben immer ich. Was? Hat er das inszeniert, um uns in die Falle zu... Nee, aber er sah doch schon ziemlich verletzt aus. In dem Gas. Was ist das hier? Nicht, dass es jetzt noch ähnliches Gas... Hörst du mich? Ich glaube nicht. Hallo? Nichts. Stell dir mal vor, wenn das jetzt noch ähnliches Gas wäre wie das von Scarecrow. Das wäre doch mal nochmal eine geile Szene. Die Scarecrow-Passagen in den Batman-Spielen von Arkham, die waren immer richtig nice gemacht. Okay, was das hier auf sich hat, Leute, das werden wir in der nächsten Episode sehen. Ob Batgirl hier, ja, nochmal unversehrt hier hinauskommt. Und was der Pinguin jetzt hier planen wollte. Hat er das alles inszeniert, um uns in die Falle zu locken? Oder arbeitet er jetzt mit dem Rat zusammen, weil die Familie da noch mit drin ist? Oder macht er das, um seinen eigenen Arsch zu retten, damit der Rat ihm wieder zufrieden lässt? Könnte alles passieren. Schauen wir mal, Leute, das war Folge 30. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Gotham Knights. Ciao!